Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich, mit Ihnen heute über die Sommerzeit zu sprechen, denn wir sind jetzt gerade mittendrin. Bei einigen sind schon Ferien, bei den anderen kommen sie noch. Aber was uns alle gleich betrifft, es ist die warme Zeit in der Kabine. Und viele unserer Kunden haben ja auch dann einfach das Bedürfnis nach etwas mehr Frische und nicht nach so wärmenden Sachen. Und was sie in der Kabine einsetzen können, um diese Wünsche zu erfüllen, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich habe mir auch wieder ein Modell mitgebracht. Das ist heute meine liebe Kollegin die Nadine. Hallo. Und ja, ich zeige einfach mal, was wir so machen können, um wirklich den Kunden eine schöne Erfrischung auch zu bieten, dass sie ein tolles Erlebnis haben, auch im Sommer, dass man trotzdem Spaß hat, zur Kosmetik zu gehen, vor allem wenn sie vielleicht keine Klimaanlage auch in ihrem Institut haben. Das stellt uns nämlich ein bisschen vor neue Herausforderungen dann immer zu dem normalen Alltag. Ja, und ich habe Nadine schon vorbereitet, die ist also schon abgeschminkt, die ist schon gepeelt, die ist schon super vorbereitet. Und ich habe auch ein bisschen an Produkten was vorbereitet, weil das finde ich persönlich die einfachste und schönste Idee. Und das kann man optisch auch ganz nett herrichten. Und zwar zeige ich das mal kurz. Ich habe mir wunderschön, ich muss sie jetzt leider einmal verdecken, große Eiswürfel vorbereitet und die dann einfach in meine Schüssel gemacht. Sie können aber auch eine Glasschale nehmen, das ist völlig egal. Und da habe ich tatsächlich die Produkte, die ich jetzt benutze, auf Eis im wahrsten Sinne des Wortes gelegt, damit die ein bisschen frischer sind und damit das ein bisschen mehr Frische-Kick gibt, wenn die auf die Haut kommen. Unter anderem einmal die Herbal Care Lotion, ganz wichtig, und die ist super toll, wenn die eisgekühlt ist, auch als Augenkompresse nämlich. Gleich hier meine kleine Ampulle. Dann habe ich Augenpflege, Maske. Auch noch eine Alternative, denn was super geht, sind die Zellulosemasken, die können Sie super auf Eis legen, weil die einzeln verpackt sind, und auch die Alukeim-Gelmask, weil alles, was eine gelige Konsistenz hat, können wir eigentlich super gut kühlen und das nimmt das halt auch sehr gut an. Deswegen setzt man das ja auch so gerne bei Schwellungen ein, ne? Zum Beispiel das Hydramaximum-Eye-Fluid bei Augenschwellung, und dann gerne den Kunden auch sagen, mal im Kühlschrank lagern, dann wird es einfach noch frischer. Und es ist ja nun mal so, nicht jeder hat einen kleinen Kühlschrank in seiner Kabine. Und da kann man mit so großen Eiswürfeln das eigentlich sehr schön machen, weil die sich auch lange halten. Wenn wir so kleine Eiswürfel nehmen, die schmelzen tatsächlich dann deutlich schneller, wenn es wirklich warm ist. Deswegen kann ich dann nur empfehlen, einfach sich mal so große Formen holen, schön den Abend vorher vorbereiten, dass ich den ganzen Tag Eis habe. Und dann kann ich das ja auch für mehrere Kunden im Zweifelsfall verwenden, je nachdem, wie lang die Behandlungen immer so sind. Was ich auch noch sehr schön finde, und das hat auch was mit der Wahrnehmung zu tun im Institut. Im Sommer mögen wir es ja alle, wenn es etwas leicht ist. Und an was erinnert uns der Sommer? An Zitrusfrüchte, an Meer, Frische. Und da kann man super zum Beispiel mit so einem ätherischen Öl arbeiten und das dann einfach ein bisschen drüber träufeln über die Eiswürfel. Das heißt, ich nehme das einfach und wirklich mache ich einfach nur so zwischendurch auf die Eiswürfel so ein paar Tropfen. Und das Tolle ist, das erfrischt dann die Luft wirklich mit einem ganz tollen, leichten Duft. Ich habe jetzt einen Zitrusduft genommen, Grapefruit, aber was auch super passt, ist zum Beispiel Pfefferminze, weil das so super, ja, wirklich ganz frisch riecht. Da haben sie aber eine große Auswahl ja an ätherischen Ölen. Und das Schöne ist, da muss ich auch jetzt auf keine Kontraindikation achten, weil der Kunde kommt damit ja nicht in Berührung. Also kann ich alles nehmen, was ich möchte. Es riecht gut und da habe ich schon wieder so ein Wohlempfinden für den Kunden geschaffen. Meine Kundin muss jetzt abgekühlt werden. Es ist warm. Deswegen legen wir mal los. Sie bekommt selbstverständlich eine wunderschöne Ampulle. Und was könnte besser passen in der warmen Zeit als die Moisture Plus Ampulle? Und wenn ich die jetzt anfasse, die ist richtig schön gekühlt. Die liegt auch noch nicht lange. Also Sie müssen das nicht schon gefühlt eine Stunde vorher vorbereiten, sondern wirklich kurz bevor die Kundin kommt, alles in der Schüssel, alles drauflegen, schön. Das muss auch nicht komplett eingebunden sein. Das soll ja nicht erfrieren im wahrsten Sinne des Wortes, aber es soll angenehm frisch sein. So, und dann machen wir jetzt mal die Ampulle erstmal drauf. Und auch hier, wie immer, ein bisschen nehmen.
Und dann sage ich auch meiner Kundin natürlich, jetzt wird es einmal frisch. Und dann kriegst du jetzt schon den ersten richtig tollen frische Kick. Und sie kann das wahrscheinlich bestätigen, weil sie hat meine warmen Hände und das kühlere Produkt. Und das ist eigentlich eine super Kombi, weil sie haben gleichzeitig im Prinzip ja schon ein kleines Gefäßtraining. Dadurch, dass wir Kälte mit Wärme verbinden. Das ist nichts anderes, als wenn sie einen Ice-and-Heat-Stab benutzen würden. Ne? Wärme-Kälte-Training, das ist immer wirklich gut für die Haut. So, das arbeiten wir jetzt erstmal ein bisschen ein. Und das Tolle ist, gerade im Sommer, wir haben auch so viel Auswahlmöglichkeit. Also von den Masken her, was wir jetzt gleich nehmen können, liebe ich im Sommer, wie gesagt, die Alukalm-Gel-Mask. Unwahrscheinlich. Die kriegt jetzt auch gleich hier, meine liebe Kundin, weil das von der Haut her sehr gut passt. Die war auch schon im Urlaub, bei viel hoher Luftfeuchtigkeit auch tatsächlich. Das heißt, die Haut braucht da auch ein bisschen Feuchtigkeit. Und da liebe ich die Alukalm-Gel-Mask einfach immens. Und haben wir jetzt dann gleich auch nochmal den richtig intensiven Frische-Kick einfach. Was, wie gesagt, auch sehr, sehr gut funktioniert, sind die Zellulose-Masken, also unsere Super Vitalizing Biozellulose-Mask oder die Probiozellulose-Mask oder auch ganz neu natürlich die Brightening-Zellulose-Mask. Also was das Herz begehrt oder was die Haut halt braucht. Und wie gesagt, die können Sie dann auch super mit reinlegen. Wer jetzt sagt, ich möchte eine Spezialbehandlung, geht natürlich auch. Dann kann ich im Sommer, wobei das auch ein, ja, für mich ein ganzjähriges Allrounder, die Algovital-Mask. Also die, finde ich, sollte jeder im Institut haben. Was sie im Sommer auch super machen können zum Beispiel, ist mal nur so eine Augenbrille mit der Algovital-Mask machen. Wenn die Augen so ein bisschen geschwollen sind, der Kunde so ein bisschen das Gefühl hat, ach, irgendwie juckt das alles und ist unentspannt, dann machen sie vielleicht erst die Alge um die Augen und machen den Rest mit einer Creme oder mit einer Gelmaske oder auch Zellulose. Nehmen sie einen schönen kleinen Aufpreis für. Perfekt. Wir haben uns, wie gesagt, jetzt dafür entschieden, dass es die Alukalm-Gelmaske gibt. So, da haben wir auch schon die gute, die Alukalm-Gelmaske. Wie gesagt, die wird jetzt richtig schön einen frischen Kick geben, weil die, also ich merke das schon von außen, die ist richtig schön kühl. Deswegen tragen wir die jetzt erstmal auf bei der Nadine. Und da wird sie also richtig, richtig ein wundervolles, frisches Erlebnis haben. Nicht erschrecken. Was sagst du? Sehr erfrischend. Tut richtig gut. Super. Also, wie gesagt, machen Sie es nicht auch zu früh auf Eis. Nicht, dass es zu kalt wird. Es soll ja auch nicht unangenehm für die Kunden sein. Aber so, dass es wirklich einen richtigen Kick für die Haut gibt. Ne? Und gerade wenn man auch vielleicht, ja, wenn es schon später ist, der Tag so ein bisschen länger war und man sich auf seinen Termin freut, damit man endlich mal ein bisschen was Frisches bekommt. Und dann geht man auch aus dem, bei Ihnen wieder raus aus dem Laden und hat wirklich so das Gefühl, oh, kleine Pause und ich fühle mich frischer, besser, also perfekt. Kann ich ihn nur ans Herz legen. So. Als Peeling kann ich übrigens in der warmen Jahreszeit nur die Enzym Regulating Cream and Peel empfehlen. Da haben wir was schön Intensives, aber ohne Einsatz von Wärme. Und das würde ich mir auf jeden Fall sparen. Also sonst gerne immer das Super Enzym Peeling, aber Sie wissen ja, das müssen Sie feucht warm halten. Und das ist dann im Zweifelsfall auch einfach ein bisschen unangenehm. Wenn es dann so warm ist und Sie dann nochmal mit dem warmen Kompressenwasser kommen oder im Zweifel noch mit dem Bedampfer, dann ist ja, also dann ist wirklich warme Party in der Kabine, da würde ich drauf verzichten. Alternativ geht natürlich auch das Perfect Skin Peeling, wer jetzt sagt, es soll sowieso nur ein schnelles Peeling sein, weil ich vielleicht eine knackige, kurze Feuchtigkeitsbehandlung machen will, das funktioniert natürlich auch super gut. Das Tolle ist, jetzt könnte ich ja mit Ultraschall zum Beispiel arbeiten, aber ich kann auch jetzt was nutzen. Und zwar ist es sind es die kleinen wundervollen Ice Balls.
Und was soll ich sagen, es sind einfach meine absoluten Favoriten in der Kabine, besonders in der kalten Jahreszeit. Wer die noch nicht hat, holen Sie sich die. Die kommen ja in diesem Styroporverpackung. Sie müssen die nur im Kühlschrank lagern. Die haben eine super Temperatur. Ich kann da wirklich 20 Minuten mit massieren. Und ich kann da jetzt auch wunderbar auf der Alucan Gelmasse mit massieren. Und das machen wir jetzt auch mal kurz eine Runde, damit Sie sehen, man kann da wirklich alles mitmachen, was man möchte. Sie können also Ihre normalen Griffe im Prinzip machen. Man muss da nicht irgendwie was Spezielles berücksichtigen. Das Tolle ist auch, und das finde ich hervorragend, man kann auch einfach mal ganz zart über die Augen gehen. Das heißt, wenn die Leute so geschwollene Augen haben und so, ja, oder sagen, die haben Kopfschmerzen, vielleicht ist schon alles so ein bisschen, ach, die fühlen sich einfach nicht gut, machen Sie das mal um die Augen, auf den Augen und auch die Schläfen auf jeden Fall. Das Einzige, was wir wirklich beachten müssen, bitte nicht aneinander hauen. Ja, weil das ist für den Kunden natürlich immer ein Geräusch, was nicht so schön ist. Und ansonsten können wir wirklich alles damit machen. Ne? Wir können die drehen und wenden. Wir können kleine Bewegungen machen. Wir können ganz große machen. Also, was das Herz begehrt, können Sie einbauen, wer ein bisschen Inspiration braucht. Sie können aber auch gerne im Profibereich mal nachschauen. Wir haben ja auch unsere Behandlungsvorlagen. Da ist auch eine Kurzanleitung für die Eisballs-Massage. Die haben wir dann ein bisschen kürzer gefasst. Aber wie gesagt, von der Kälte her können Sie locker auch wirklich 20 Minuten massieren ohne Probleme. Das bleibt trotzdem kalt. Und das Tolle ist ja einfach, dass Sie nicht nur ein Gefäßtraining machen, ich habe das ja gerade schon mal erwähnt, mit dem Warm und Kalt einfach, sondern es ist ja auch so, wir tragen erst die Wirkstoffe auf und die gehen schon in die Haut und durch die Kälte schließe ich das ein bisschen ein. Und das ist natürlich super. Und wie gesagt, meine Kunden fühlen sich dann einfach auch wirklich gut erfrischt. Also das ist ja perfekt. Schöner geht es ja eigentlich gar nicht. Also ich kann wirklich fast jeden Griff machen, den ich so kenne. Was natürlich nicht funktioniert, sind zum Beispiel Friktionen. Ne? Das geht nicht, da können die meine Finger dann doch nicht ersetzen. Aber ansonsten seien Sie ganz flexibel, lassen Sie es einfach laufen. Das ist meistens das Beste aus der Intuition, was man machen kann, so ein bisschen. Sich nur in seine Reihenfolge halten, vielleicht wie es so ist. Auch den Hals gerne mal so ein bisschen, ne? Ist immer schön, auch die Lymphe ein bisschen aktivieren damit. Also das ist wirklich alles hervorragend möglich mit den Ice Balls. Und wir können ja mal unsere Kundin fragen, wie sich das so anfühlt für sie. Angenehm, sehr entspannt und es ist wirklich eine sehr angenehme Massagetechnik. Oh, und das Tolle ist halt, dass ich wirklich ja auch die Haut runterfahre. Das heißt, wenn ich auch Kunden habe, die eh eine Rötung in der Haut haben oder die selber also wirklich eine Hitze in der Haut haben, weil die einfach so ein bisschen Warmblüter sind, sage ich mal, und da zähle ich zum Beispiel extrem zu. Und man sieht hinterher so entspannt aus einfach. Und das Schöne ist, auch ich habe zum Beispiel extrem warme Hände, also von Natur aus. Das heißt, wenn ich meine Kundin im Sommer massiere, dann ist das für die Kunden schon auch wieder, auch wenn ich jetzt dann gerade eine schöne Maske gemacht habe, die eigentlich total erfrischend ist, dann massiere ich anschließend mit meinen Händen und die Kundin hat wieder das Gefühl, puh, ist schon wieder warm im Gesicht. Und damit spare ich mir das. Dann habe ich trotzdem eine schöne Massage für meine Kundin, aber nicht diesen erwärmenden Effekt wieder. Also es ist eine perfekte Sache, die Sie machen können. Sie können mit den Ice Balls auch hervorragend auf den Zellulosemasken arbeiten. Geht auch ohne Probleme. Also die sind wirklich kleine, tolle Helfer für die Kabine. Und wer die nicht hat, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, nutzen Sie die. Gerade, wie gesagt, so Augen, Entspannungsbereich, Schläfen, für Kopfschmerzkunden auch. Die sind Ihnen sehr dankbar hinterher. Heute, die Nadine darf natürlich nicht ganz so lange entspannen. Na, was sollen wir sagen? es ist, wie es ist. Wir machen natürlich eine kleine verkürzte Version. Deswegen massiere ich jetzt nicht mehr groß hier mit den Ice Balls, sondern nehme jetzt die Maske gleich schon wieder ab, damit wir dann
auch nochmal schön eine erfrischende Augenpflege auftragen können natürlich, die wir ja auch extra kalt gestellt haben. Und da bin ich mal gespannt, was Nadine dazu sagt, ob ihr das zu kalt am Auge ist im Zweifelsfall oder nicht. Aber ich glaube, da wird sie auch sehr begeistert sein, weil, also auch gerade, wenn man vielleicht schlechter geschlafen hat, ne? Einfach mal dem Kunden auch wirklich sagen, wer da Last mit hat, so mit einer müden Augenpartie, mit geschwollenen Augen, die sollen wirklich sehr gerne einfach mal das Produkt im Kühlschrank lagern. Das ist einfach ein richtiger Kick und das wirkt noch abschwellender. Also es ist so, so schön. Warum ich die Herbal Care Lotion übrigens auf Eis gelegt habe, weil auch dann, ne, wenn ich jetzt wirklich mit der Lotion nochmal tonisiere, auch das ist nochmal ein richtig toller frische Kick. Und was Sie nicht riechen können, weil leider gibt es noch keinen Geruchsfernsehen, ja, immer wenn ich an die Eiswürfel so rangehe und quasi ein bisschen Wind mache, kommt der Duft vom ätherischen Öl wieder hoch. Das ist super angenehm, man fühlt sich ein bisschen wie im Urlaub hier. Also da neige ich dann dazu, ich möchte mich auch fast hinlegen, was soll ich sagen. Aber heute nicht. So, jetzt das Hydra Maximum Eye Fluid für meine liebe Kundin. Machen wir ein bisschen. So, und dann genau einmal nach oben schauen und nicht vergessen, einmal ruhig zumachen. Auch oben bitte immer, ne? Das wird ja immer gerne vergessen. Ich sage immer, wenn es oben hängt, dann haben wir bald keine Option mehr. Dann geht nur noch Schnippschnapp. Deswegen auch den Kunden immer sagen, schön oben und unten, leichten Druck nach außen. Und dann haben wir da richtig eine frische Augenpartie. Der Vorteil übrigens auch, wenn Sie mit den Eyeballs auf der Maske arbeiten, das geht übrigens auch bei anderen Masken, ne? Also bei der Hydra Maximum Maske geht das zum Beispiel auch hervorragend oder auch auf der Sensidermask Maske, nicht nur auf der Alu-KMG Maske und der Zellulose Maske. Man spart sich ein bisschen Zeit. Dadurch, dass Sie Maskenzeit mit Massagezeit kombinieren, können Sie zum Beispiel tatsächlich vielleicht so eine Quickie frische Behandlung machen, ne? Also der Feuchtigkeitskick in kurzer Zeit. Das ist ja immer schön. Die Leute haben ja heutzutage alle gefühlt keine Zeit mehr und wollen ganz schnell immer irgendwie Ergebnisse haben. Da ist das hervorragend, wenn sie das einfach miteinander kombinieren tatsächlich. Jetzt habe ich ja schon massiert. Das heißt, wenn der Kunde ist ja soweit fertig, kriegt natürlich jetzt noch eine Abschlusspflege, selbstverständlich. Und weil ich meine Kundin ja auch schon ein bisschen kenne, habe ich natürlich ihr Lieblingsprodukt auch da. Die Global Defense Cream. Und was soll ich sagen? Da bin ich auch mit der Kundin ganz fein. Die habe ich ihr nämlich damals empfohlen. Und das ist eine super Sache. Was ich fast vergessen habe, sehen Sie, jetzt wo es hier so gerade liegt und ich auf meinen Tisch gucke, auch für den Sommer super, wenn Sie die Herbal Care Lotion oder auch das Super Rich Tonic kühl lagern. Sie kennen bestimmt unsere Blister-Fließmasken. So, wenn Sie die nutzen, über einer Maske, die machen ja wie so eine kleine Okklusion und sorgen dafür, dass die Haut nochmal zusätzlich durchfeuchtet wird, dann ist das nochmal ein richtig wahnsinniger frischer Kick. Das heißt, sie tragen erst die Maske auf, durchfeuchten dann einmal das Blisterfließ ordentlich und ich kann das ja gerne nochmal zeigen für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen. Ich wollte es nicht unterschlagen. Gut, dass ich nochmal auf meinen Tisch geguckt habe. Manchmal ist das so. Wenn man arbeitet, ne, dann ist man so in seiner Routine drin. Da vergisst man glatt mal eine Sache, die man gerne zeigen wollte eigentlich. Und zwar hatte ich das nämlich sogar vorbereitet schon. Hier ist so ein Blisterfließ drin. Dann nehme ich mir meinen Tonic der Wahl. Und natürlich nehme ich hier was Beruhigendes und Erfrischendes und Feuchtigkeitsspendendes. Pumpt da ordentlich was rein. Und dann sehe ich, wie das so hochkommt. Das geht richtig schön auf. Und wenn ich das hier anfasse, dann ist das auch wirklich richtig kühl. Und wie gesagt, für die, die das nicht kennen, ich falte das auch mal einmal auseinander. Können Sie ruhig, wenn es ein bisschen viel Tonic war, ein bisschen ausbringen, ne? Das ist gar kein Problem. Und dann haben wir hier das wunderbar, sieht ein bisschen aus wie so eine Zellulose-Maske, wie eine Tuchmaske im Prinzip. Und man spürt, wenn man das in der Hand hat schon, wie kühl das ist. Ich halte dir das nur mal ran, da merkst du schon, ne, wie kühlend das ist.
Also da hat die Kundin dann nochmal zusätzlichen Frische-Kick. Und tatsächlich, sie machen ja eine kleine Okklusion, heißt, die Wirkstoffe gehen auch besser in die Haut rein. Also auch ein kleiner, schneller, einfacher Helfer, der aber viel bewirkt. Also gerade, wie gesagt, wenn es einfach um die Erfrischung geht und wir wollen das jetzt in der Sommerzeit, wollen wir einfach diesen frischen Kick haben für die Haut, dass sie prall aussieht, dass sie von der Sonne nicht so gestresst aussieht, ne, und den Feuchtigkeitsverlust ausgleichen und dabei dann noch runterfahren und sich einfach wirklich frisch fühlen, dass man dann schön in den Tag weitergehen kann, mit Lichtschutz selbstverständlich. Ne? Das sollte jetzt im Sommer immer dazugehören. Entweder nehmen Sie, so wie ich jetzt, die Global Defense Cream, die ja schon Lichtschutzfaktor 20 mit drin hat, oder ein anderes Produkt mit Lichtschutz oder alternativ natürlich unser Super Solar Protect Fluid, was gefühlt alle lieben, unser Flüssigpflaster, wie meine Kollegin immer sagt, was ja on top über jede Tagespflege geben können, damit die Kunden einen Lichtschutzfaktor 50 plus haben und dann sind sie wirklich ganz safe für den Tag und können entspannt in die Sonne gehen, den Nachmittag genießen, wo auch immer, im Biergarten oder zu Hause auf der Terrasse, Balkonien, wo auch immer, aber Hauptsache gut geschützt, damit wir eine gute Haut haben, die lange Zeit auch schön aussieht. Ja, und das waren so heute meine kleinen Sommertipps. Vielleicht konnten Sie ein bisschen neue Inspiration wieder mitnehmen. Und vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, wir haben ja momentan unsere 6+1 Aktion. Die kann ich Ihnen auch nur ans Herz legen. Jetzt gerade, wie gesagt, vielleicht haben Sie einen erhöhten Bedarf an der Alukalm Gel Mask. Dann bestellen Sie sich direkt 6 Stück und eine gibt es dann on top gratis. Gilt für alle Produkte. Nutzen Sie das. Und auch nochmal als kleiner Reminder, gerade wegen dem Sonnenschutz auch. Die Body-Produkte sind ja momentan auch mit 20% Rabatt zu erwerben. Also auch da jetzt nochmal die Kunden motivieren, dass sie im Sommer sich gut pflegen. Und ja, dann können sie den Rabatt theoretisch vielleicht auch weitergeben natürlich und haben ein schönes Angebot für ihre Kunden im Sommer. Das macht ja dann auch immer Spaß, wenn man den Kunden noch ein bisschen was anbieten kann. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.